raus. Servus und herzlich willkommen zu unserem Basketballmagazin. Heute mit Episode 23 am vermeintlich schönsten Tag im Jahr bisher. Ja, Jule, was sagst du? Ja, geht so. Wir haben extra den Sonnenschirm dabei. Brauchen wir aber gar nicht. Die Wolken schieben sich immer wieder davor, aber macht nichts. Wir sind trotzdem draußen. Auf jeden Fall. Wir haben trotzdem auch eine tolle Sendung für euch vorbereitet. Natürlich jede Menge Basketball, Eurocup wie BBL. Dann haben wir noch Nachwuchs. Und ein schönes Zimmerduell haben wir auch für euch. Der Grund, warum wir hier so schön im Freien frühstücken, weil unsere Mannschaft ja nicht verfügbar war. Jule, die waren unterwegs. Richtig, die waren unterwegs im Eurocup Viertelfinale in Kasan. Beschwerliche Reise, mehrere Tage. Anreise, Spiel, Abreise. Das Ganze ging aber hier im Audidome los. Und zwar am vergangenen Dienstag mit Spiel 1. Eurocup Viertelfinale. Und ihr seht jetzt, was hier so geboten war. Minimovie Spiel 1. Viel Spaß. There they go to Lucic, backdoor cut on the alley-oop.
Doncic. Vielleicht der Mann des Spiels, weil er so plötzlich wieder der alte Doncic ist. Das war's, 81-72, das können die Münchner eigentlich nicht mehr verlieren. Also Spiel 1 hätte ja wohl eigentlich nicht besser laufen können. Wahnsinn Stimmung auch hier im Audidom, hat mit Sicherheit unserem Team geholfen. Auf jeden Fall. Am Schluss hat man gesehen, die Jungs haben sich eben auf eine sehr lange Reise gemacht, die leider am Ende wurde sie belohnt. Schauen wir uns am besten mal an. Es war irgendwie klar, dass es schwierig wird, weil Kazan auch hier ja schon richtig gut gezeigt hat, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Nichtsdestotrotz, wir hatten Matchball. Waren in Kazan am Freitagabend. Jetzt schauen wir uns an, was dabei rauskam. Ganz genau. Eurocup Viertelfinale Spiel 2. Der FC Bayern München zu Gast bei Unix Kazan. Vor 3 Tagen hatten Devin Booker und Co. die Russen noch mit 8 Punkten besiegt. Jetzt wollte Sascha Djordjevic mit seiner Mannschaft mit einem weiteren Erfolg das Halbfinalticket lösen. Die Hausherren in den grünen Trikots, aber mit einem sehr, sehr guten Start und einem richtig gut aufgelegten spanischen Spielmacher. Kino Colom mit dem And-One. Ein 7-0-Lauf der Russen zum Start in dieses Spiel. Dann die ersten Punkte für die Bayern in den weißen Trikots. Jared Cunningham, der Mann, der in den vergangenen Wochen so stark drauf war. Die Bayern kamen immer näher ran. Jovic auf Cunningham. Der wird zwar noch geblockt, aber der Ball fällt in die Hände von Devin Booker und der sollte einen richtig, richtig starken Abend in Russland erwischen. Ausgeglichener Spielstand, 3,5 Minuten noch und Trent Lockett, der ehemalige Braunschweiger, im Duell mit Jared Cunningham, mogelt sich da mal zum Korb und kann am Ende finishen. Aber die Bayern gingen in Führung und konnten diese ausbauen. Stefan Jovic im Rückwärtsfallen, der Wurf aus der Mitteldistanz saß. Ein gutes erstes Viertel am Ende vom Team von Sascha Djordjevic. Seine Mannschaft führte mit 22-16. Das zweite Viertel und die Bayern ließen den Ball gut laufen. Braden Hobbs am Ende hier mit diesem erfolgreichen Abschluss. Es sah richtig gut aus. Man hielt das Publikum in der Basket Hall größtenteils raus aus dem Spiel, spielte unglaublich konzentriert und cool Wladimir Lucic auf Anspiel von Jovic. Ein richtig gutes Viertel der Bayern. Lucic am Ende mit 10 Punkten. Mittlerweile schon 8 Punkte die Führung für die Münchner und wieder ein super Anspiel. Jovic auf Booker, der Bodenpass und der Center, der zur Pause 17 Punkte auf dem Konto hatte hier mit diesem Dunking. Zum Ende von Viertel Nummer 2 dann nochmal der erfahrene Big Man der Russen, Stefan Lasme, der sich hier zum Korb durcharbeitet. Trotzdem, die Bayern gingen mit einer komfortablen 10-Punkte-Führung in die Halbzeitpause, 40-30. Sie waren auf Kurs Richtung Halbfinale. Dann aber kam das dritte Viertel. Kazan hatte vor der Pause keinen einzigen Dreier getroffen. Hier Melvin Ejim, ein 6-0-Lauf direkt zum Start in diesen Spielabschnitt der Russen, aber geantwortet von den Bayern eiskalt. Cunningham hinter dem Rücken, der Bodenpass auf Devin Booker, ein 6-0-Lauf der Bayern. Booker am Ende Topscorer mit starken 29 Punkten. Das große Thema der Bayern in dieser zweiten Halbzeit, aber die Ballverluste. 16 insgesamt. Hier bringt Trent Lockett die Russen deshalb wieder auf 2 Punkte ran. Und noch ein fast genauso großes Thema in Halbzeit Nummer 2. Die Offensiv-Rebounds, die man zuließ. Zruschkin bringt Unix Kazan tatsächlich in Führung vor dem Schlussviertel. 54-52. Rein in die letzten 10 Minuten. Plötzlich trafen die Russen ihre Dreier. Kino Colom, der Topscorer am Ende bei Unix mit 15 Punkten. Die Bayern versuchten dagegen zu halten, aber der Rhythmus, er war irgendwie komplett raus seit der Halbzeitpause. Devin Booker da mal ein paar Punkte in Korbnähe. Das war kaum zu sehen in dieser zweiten Halbzeit. Der Stepback-Dreier von Jamal Smith vom ehemaligen Bamberger
Unix Kasan mittlerweile mit 8 Punkten in Führung. Und sie fuhren dieses Spiel tatsächlich am Ende nach Hause. Hier nochmal ein schönes Zusammenspiel. Lassme macht den Deckel drauf. Kasan erzwingt dank einer starken zweiten Halbzeit ein Spiel 3. Das steigt dann am kommenden Mittwoch im Audi Dome. Endstand zwischen Unix Kasan und dem FC Bayern München 80-73. Wir suchen weiter den Halbfinalisten im Eurocup in diesem Duell. Ja, also Spiel 2 auswärts in Kasan leider in die Hose gegangen, obwohl wir schon 10 Punkte vorne waren. Aber wie gesagt, Kasan ist einfach eine wirklich starke Mannschaft und es wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen, wenn wir auswärts dann gleich gewonnen hätten. Am Mittwoch, den 14. März, ist jetzt hier im Audi Dome der absolute Showdown. Es geht nämlich um ein Spiel 3 und damit um ein Do-or-Die-Game. Dieser Eurocup ist ja generell nicht ganz so einfach zu verstehen im Modus und deswegen haben wir den Jule, der quasi uns vorrechnen kann, welche Möglichkeiten es gibt und wie das Ganze jetzt eigentlich weiterläuft. Genau. Mein Glück ist, dass wir schon in der K.O.-Phase angekommen sind. Gar nicht mehr so schwierig. Wir spielen am Mittwoch Spiel 3 gegen Kasan. Ebenfalls am Mittwoch spielt Reggio Emilia gegen St. Petersburg. Das sind die einzigen beiden Viertelfinalspiele, die noch fehlen. Weil in den anderen Viertelfinals eine Mannschaft jeweils 2 Siege schon hat. Das ist zum einen Darüşşafaka Istanbul. Genau, und die sind insofern interessant, weil sie, wenn wir es ins Halbfinale schaffen, unser Halbfinalgegner werden, richtig? Richtig, ja. Dazu komme ich jetzt. Der zweite, schon feststehende Halbfinalist ist Kuban Krasnodar. Die haben sich gegen Gran Canaria durchgesetzt mit 2-0, haben jetzt eine Bilanz von 18-0 im Eurocup, haben also noch gar nicht verloren. Sie sind im Halbfinale, ebenso Darüşşafaka. Wenn wir am Mittwoch gewinnen, treffen wir auf Istanbul, haben allerdings kein Heimrecht. Sprich, Spiel 1 im Halbfinale wäre in Istanbul, Spiel 2 wäre im Audi Dome am Freitag, den 23. März. Schon mal vielleicht vormerken. Alles Theorie, Mittwoch zählt's, Spiel 3. Nur wenn wir gewinnen, sind wir eine Runde weiter. Wenn wir eine Runde weiterkommen, werden auch die Halbfinals und das mögliche Finale im Best-of-Three-Modus weitergespielt? Genau, richtig. Also alle Runden im Eurocup in der K.O.-Phase geht es darum, wer als erstes zweimal gewinnt. Wie ihr seht, gar nicht so kompliziert. Es geht einfach nur mehr ums Gewinnen. So auch hoffentlich am Mittwoch, dem 14. März hier im Audi Dome. Spiel 3 gegen Kasan. So. Jule, du hast noch einen Joker quasi im Ärmel. Richtig, da alles hier ja gefährliches Halbwissen meinerseits ist, ist es mir lieber, wir fragen jemanden, der es genauer wissen muss. Das ist Philipp Köchling, der hat heute übrigens Geburtstag, alles Gute. Assistant Coach bei uns und dafür zuständig, dass er die Jungs per Videoanalyse auf den Gegner einstellt. Den fragen wir lieber nach, auf was es am Mittwoch ankommt, weil so ein Do-or-Die-Spiel ist natürlich immer was Besonderes und da darf man nicht vergessen, dass es wichtig ist, Taktik und Ruhe zu bewahren. Fragen wir einfach mal nach, worauf es ankommt. Also erstens, alles Gute zum Geburtstag, Philipp. Und zweitens, das Spiel auswärts in Kasan sah in der ersten Hälfte noch richtig gut aus. Was ist dann in der zweiten Hälfte passiert? Warum ging es schief? Wir haben komplett den Faden verloren, die Aggressivität verloren. Kasan hat sehr aggressiv gespielt, wir nicht. Das hat dazu geführt, dass wir das Spiel letztendlich verloren haben. Damit sind wir nicht zufrieden und wir wollen vor allen Dingen hier vor eigenem Publikum mit viel Aggressivität auftreten. Das ist ein Do-or-Die-Spiel, wir wollen alles geben, als gäbe es keinen Morgen. Hart spielen, kämpfen bis zum Umfallen, Rebounds holen und alle Energie in dieses Spiel investieren, um zu gewinnen. Wenn wir es vielleicht ein bisschen konkreter noch angehen, was sind wirklich die Schlüssel für Mittwoch für dieses Do-or-Die-Game? Rebounds, ein ganz großer Schlüssel. Offensiv-Rebounds, Defensiv-Rebounds, müssen gut ausboxen. Wir müssen Kwino Kolom stoppen, der Point Guard der anderen Mannschaft, ein sehr wichtiger Spieler. Wir müssen ihn gut verteidigen, vor allen Dingen im Pick and Roll. Das wird ein großer Ziel fürs nächste Spiel, aber ich denke, wir werden das erledigen und das Spiel gewinnen. Es ist ein Do-or-Die-Game, das heißt gewinnen oder einfach raus sein aus diesem Bewerb. Inwieweit müsst ihr da als Coaches trotzdem auch ein bisschen gegensteuern und den Jungs so ein bisschen die Last auch von den Schultern nehmen?
wir wollen den Druck nicht zu hoch machen, aber wir wollen auch die richtige Anspannung haben, wir wollen das richtige Temperament haben und nicht so auftreten wie in der zweiten Halbzeit gegen Kasan. Und dementsprechend müssen wir das richtige Fingerspitzengefühl finden, um die Jungs an der richtigen Stelle zu kitzeln, und das wird dann auch klappen. Vielen Dank, Philipp. So, wir machen weiter. Gott sei Dank haben wir euch das Ganze nicht mit Händen und Füßen erklärt. Das wäre nämlich noch schwieriger gewesen. Was kommt denn jetzt, Jule? Jetzt kommt die nächste Folge King's Castle. Und wegen Händen und Füßen, da könnt ihr mal schauen, wie schwierig das ist, wenn man keine Worte oder keine Schrift benutzen darf. Denn Alex King und seine Herausforderer mussten sich gegenseitig pantomimisch Begriffe erklären. Viel Spaß! Es war einmal ein King namens Alex. Er residierte in einem runden Schloss, das er mit aller Kraft vor Eindringlingen beschützte. Doch eine furchtlose Truppe forderte den King zu mehreren Duellen heraus. Nun wird im Wettkampf entschieden, wer am Ende die Krone bekommt. Wir erinnern uns kurz zurück an Episode 6 und Ping the Pong. Die Geschicklichkeit wurde unter Beweis gestellt und der King konnte gewinnen. Wie dem auch sei, es steht nun 3:3 und in Episode 7 werden Alex und Frederik zu Pantomimen. Herzlich willkommen also auf ein neues in King's Castle. Heute Pantomime, keine Worte, nur Handzeichen und voller Körpereinsatz. Der Korbleger, der wurde schon erraten. Sehr guter Start. Ja, verdutztes Gesicht, mehr Fragezeichen. Buzzerbeater? Geht eigentlich nicht. Buzzerbeater, wie er das erkannt hat, ist mir schleierhaft. Es geht weiter. Also sieht schön aus, was es ist, keine Ahnung. Und ihm scheint es gleich zu gehen. Geht weiter. Stopp. Und die Zeit ist schon vorbei. Was nicht. Wie viele waren? Sagen wir mal so, die Latte hängt nicht wirklich hoch für Alex King, der jetzt versucht nachzuziehen. Erster Begriff. Stil. Stil. Sauber. Schach. Ja gut, das könnte jetzt alles sein. Jetzt versucht er es ganz anschaulich. Könnte auch irgendwas mit Backen zu tun haben. Ball? Ja, fangen wir wieder ganz von vorne an mit Ball. Was macht ja, er jetzt? Flieger, 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 Flieger. Wenn es nicht Ball, kannst du weiterfahren, ne? Ja. Also ich würde jetzt weiterfahren. Hat ja keinen Sinn so. Crossover. Crossover, einfaches Ding. Gut gelöst. Boxer. Was soll das denn jetzt? Box out. War quasi mit Hilfsmittel, mit Kameramann. Dunking. Die Begriffe sind natürlich jetzt auch einfacher. Braucht jetzt auch gar nicht so hektisch tun. Er hat nämlich schon mehr gelöst als die Herausforderer zuvor. Zeit ist über 4 richtige für Alex King. 2 nur für die Herausforderer und jetzt wieder die üblichen Jubelarien. Keiner will sich mit ihm freuen, also muss er es alleine mit der Wand machen. Jedenfalls gewinnt der Spiel 7, geht 4:3 in Führung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn die Herausforderer hoffentlich den Ausgleich schaffen. Alex King, der konnte sich also auf pantomimische Begriffe konzentrieren. Der war auch nicht mit in Kasan und wird demnach hoffentlich gestärkt sein für die kommenden Aufgaben. Bei uns geht es weiter im Programm mit einer neuen Rubrik, und zwar dem Zimmerduell, die ich persönlich ja ganz toll finde. Jule, was sagst du zu der neuen Kategorie? Ja, ist wahnsinnig interessant, was die Jungs so erzählen über sich. Es war ja auch jetzt wieder eine Woche, wo die quasi, ich glaube, 3 oder 4 Nächte miteinander in den Hotelzimmern abhängen durften. Und es ist ja schon bisher bei Alex King, Devin Booker, Tonno und Nihat ganz interessant gewesen, wie die so miteinander funktionieren auf dem Zimmer. Auf jeden Fall. Diese Woche haben wir Danilo Bartel und Mike Zirbes gefragt, wie sie sich als Zimmerkollegen verstehen. Und außerdem den Youngster Kareem Yalo, der packt auch aus, so wie JC.
Jared Cunningham. Also viel Spaß mit einer weiteren Folge Zimmerduell. Positiv fallen mir einige Sachen ein. Er geht abends ganz gern früh schlafen. Also manchmal schon sehr, sehr früh, aber das tut einem natürlich auch ganz gut. Ja, er schnarcht ab und zu. Wenn man mit mir zusammen ins Zimmer geht, ist die einzige Regel eigentlich, dass man sich beim Pinkeln noch hinsetzen oder sollte. und er hält sie da regelmäßig ein, von daher. Aber da ich sehr, 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 sehr gerne schlafe und auch nachts dann auch mal durch, glaube ich, muss ich mir noch irgendwas überlegen für den Rest der Saison, dass er nicht mehr auf dem Rücken sich drehen kann. Was Negatives, ich will jetzt ehrlich nichts Persönliches eigentlich nichts Negatives sein. Ansonsten gibt es nichts Negatives zu nennen über ihn. Vielleicht lässt er ein paar Barthaare irgendwo liegen, aber warte. Keine Ahnung. Wer kennt's nicht? Also, mehr fällt mir gerade nicht. Also von Booker die gute Eigenschaft ist, nee, von Reggie, sorry, von Reggie und Booker die guten Eigenschaften sind, dass sie immer geile Musik parat haben. Also immer, you know, Hip-Hop, this, that, rap, you know, the feeling, you know. Ja, da bin ich natürlich genau richtig. Booker, er schläft immer sehr spät ein. Also der ist immer sehr lange wach, das irritiert ein bisschen. Ich will das jetzt nicht als schlecht sagen, aber es ist halt eine Eigenschaft, die ich nicht so gewohnt bin. Und beim Reggie, naja, der ist sehr penibel, wenn es das Bad betrifft. Also da muss immer alles schön sauber sein für den King Reg. Nein. Yeah, you gotta prepare for him. I have room with him before and he grinds his teeth at night, so I hear that before I go to sleep. I tried to warn him. Next time I'll dump a cold bucket of water on him. Ja, aber das hat gesagt? Der Bengel. Wenn ihr wüsstet, was der macht beim Einschlafen. Okay. Nee, sag ich nicht. Das ist private. Over 80. Also, wir haben unseren Sonnenschirm kurzfristig umfunktioniert zum Regenschirm. Es regnet zwar noch nicht, aber irgendwie sieht es eher nach Regen aus als nach Sonne. Anyways, trotzdem total schön mit dir hier im Freien zu frühstücken. Kareem hat am Schluss gesagt im Zimmerduell Over 18, wir machen anstatt dessen lieber weiter mit der U10 und der U12. Die waren nämlich zu Gast im Prinzregententheater. Das haben sie letztes Jahr auch schon mal gemacht und da dürfen sie immer ganz exklusiv mit den Tänzern und Künstlern auch ihre anderen Talente neben Basketball zum Besten geben oder zumindest mal ausprobieren. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, FC Bayern Basketballer, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei dem Projekt See More, Play Better. Es hat Spaß gemacht und wir hatten einen kleinen Anfängerkurs mit coolen Sachen. Los geht's im letzten Moment. Wow. Und zwei. Zwei, das kriegen wir auch hin. Und wir haben ein bisschen
gelernt. Also Faustschlag und Schützen. Zeig mal. Oder einfach so. Oder. So, wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, warum, wenn wir draußen frühstücken, vorm Audidom auf dem quasi Parkplatz frühstücken, das hat einen ganz speziellen Grund, denn heute ist ja Spieltag noch. Also wir müssen jetzt gleich auch rein, deshalb auch Wasser natürlich statt Weißbier, weil wir nachher noch arbeiten müssen. Heute Spiel, Familienspieltag gegen den MBC in der Bundesliga. Wir sind Tabellenführer, wollen das natürlich bleiben, wollen weiter gewinnen. Ob das gelungen ist oder nicht, schauen wir uns jetzt noch an. Ihr seht jetzt quasi das Spiel, das wir nachher erst sehen. Viel Spaß! Die einen haben vor 48 Stunden ihr letztes Pflichtspiel gehabt, die anderen vor 3 Wochen. Etwas andere Voraussetzungen also bei FC Bayern München gegen den MBC in der Anfangsphase. Die offensiv stärkste Mannschaft der Easy Credit BBL heißt FC Bayern München. Und auch dank ihm, Jarrod Cunningham, vielleicht der aktuell beste Offensivspieler der Liga. Wir sind noch im ersten Viertel. Und beim Gästecoach, ja, da war eine gewisse Ratlosigkeit zu erkennen, was soll man machen. Aber seine Mannschaft machte was und das vor allen Dingen im zweiten Viertel. Plötzlich waren sie da, Pantelic, der Rückstand wurde aufgeholt. Und dann nochmal ein wilder Dreier mit Brett. Ja, wenn solche eigentlich gut verteidigten Würfe reingehen, dann hat man natürlich schon einen kleinen Vorteil. Die Dreierquote war bei stabilen 50%. Schlussphase der ersten Hälfte. Die beste Phase von Drenovac, 3 Punkte Führung plötzlich für den MBC. Djordjevic wusste auch nicht so genau, was geht denn hier eigentlich ab, dass mal eine Mannschaft in einer Hälfte im Audidom als Gastteam über 50 Punkte erzielt. Das ist wirklich selten. 52-51 für den MBC zur Halbzeitpause. Was wird das hier in der zweiten Hälfte? Nun ja, die Bayern drehten ein wenig am Energielevel und die Bayern spielten schnelleren Bayern-Basketball, so wie es sich gehört. Es gab noch ein paar schöne Fastbreaks zum Ende des Spiels. Auch vom Youngster, Karim Jallo. Ein deutlicher Erfolg am Ende. Ich denke aber, wir haben uns alle in der Halbzeit dann vorgenommen, alle nochmal Reserven zu mobilisieren. Und dann sah das auch gerade besser aus. 111-91 gewinnt der FC Bayern München gegen den mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Der Regen hat uns verschont, die Sonne auch, aber trotzdem war es wunderschön hier. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ja, Jule. Ja, lecker war es. Ja, war schön war es trotz Grau in Grau. Wir haben doch die Farbe ins Bild gebracht und damit machen wir nächste Woche natürlich wieder weiter. Und als kleinen, klitzekleinen Anheizer für die kommenden Aufgaben haben wir noch was vorbereitet. Jule, das letzte Wort gehört dir. Vielen Dank. Ja, ihr seht jetzt einen Anheizer für Spiel 3 am Mittwoch, denn ihr wisst, ihr seid entscheidend hier in der Halle. Ihr habt das in Spiel 1 schon perfekt gemacht. Hier hat es echt gebrodelt im Audidom. Deshalb jetzt hier nochmal ein kleiner Stimmungsmacher und wir sehen uns dann eben am Mittwoch beim ersten Do-or-Die-Spiel gegen Unix Kazan. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Kommen wir! Ja. But it's another alley-oop finish this time for Devin Booker.